Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video am Anfang dieses langen Pfingstwochenendes. Ja, ich habe mich dazu entschlossen, eine Botschaft zu veröffentlichen, die ich in einem Zwiegespräch mit Jesus erhalten habe. Wer meinen Kanal kennt und meine Videos, der weiß, dass ich sehr eng mich mit Jesus verbunden fühle und dass ich auch zu bestimmten Themen einfach mich immer ins Gespräch mit ihm begebe, so sage ich es jetzt mal salopp ausgedrückt, und auch Fragen stelle. Ja, das sind zum Teil Fragen, die mich selbst beschäftigen, Fragen, die ich aus dem Kollektiv wahrnehme, Fragen, die sich ergeben aus euren Nachrichten oder Kommentaren unter den Videos. Und ich wollte jetzt, weil dieses Thema einfach momentan so gewaltig ist, von Jesus um Botschaften bitten zum Thema Loslassen. Wir hatten ja jetzt gerade wieder mit dieser Energie des letzten Neumondes im Zeichen der Zwillinge dieses Thema wirklich serviert bekommen, so möchte ich mal sagen. Vielen von uns ist nochmal bewusst geworden, wo bestehen letzte Anhaftungen vielleicht an ungesunde Verbindungen zu Menschen oder auch wo befindet man sich immer noch in Situationen, die man eigentlich verlassen müsste, aber man schafft es irgendwie nicht ganz. Und ich habe ja mich sozusagen ins Zwiegespräch begeben und habe unglaublich wertvolle Hinweise erhalten, die ich gerne mit euch teilen möchte. Ich würde fast sagen, das ist eines der wichtigsten Videos, die ich jemals auf meinem Kanal veröffentlicht habe. Also das liegt mir ganz doll am Herzen, euch diese Botschaften weiterzugeben. Und zwar habe ich mich eigentlich mit einem kleinen Vorwurf an Jesus bzw. meine göttliche Mannschaft gewandt. Und zwar weiß ich ja, die Bibel verheißt an zwei besonders deutlichen Stellen, verheißt sie uns Heilung. Ja, gerade dann, wenn wir vielleicht Liebeskummer haben oder wenn wir gebrochenen Herzens sind aus einer anderen Situation heraus, betrauern vielleicht den Verlust von einem nahestehenden Menschen oder aber wir sind enttäuscht worden, ja, von Freunden, von Familienmitgliedern oder wir sehen einfach momentan, ich sag mal, das Licht am Ende eines Tunnels nicht. Dann sagt die Bibel an zwei Stellen, dass Gott uns helfen und heilen möchte. Und zwar, ich habe mich heute dazu entschieden, weil ich mir wirklich Mühe gemacht habe für alles, was ich hier sage, was ich von Jesus sozusagen als Botschaft erhalten habe, die passenden Bibelstellen rauszusuchen. Das war mühselig, aber es hat sich gelohnt. Und deswegen möchte ich euch diese Stellen auch weitergeben, weil ich weiß, dass einige von euch eine Bibel zu Hause haben und die Stellen vielleicht nachlesen möchten. Ich werde jetzt mal die zwei Stellen anführen, ja, indem uns letztendlich Gott und Jesus das Versprechen gibt, wir helfen dir. Und zwar ist das einmal der Psalm 147 im Vers 3, da heißt es, er, also Gott, heilt die, die zerbrochenen Herzens sind. Ja, also Gott heilt dich dann, wenn du ein zerbrochenes Herz hast. Und dann gibt es noch eine Stelle in Johannes 8, Vers 36. Da heißt es, wenn der Sohn, damit ist Jesus gemeint, euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. So, und dann habe ich Jesus gefragt, aber was denn, wenn nicht? Was ist denn, wenn ich versuche, mich aus einer bestimmten Situation zu befreien und mir gelingt es eben nicht? Oder was ist denn, wenn ich schon lange an Schmerzen in meinem Herzen, an Kummer, an Liebeskummer, an Verlustschmerz leide und der geht nicht weg? Was dann? Wo ist denn Gottes Hilfe dann? Und dann habe ich drei wirklich unfassbar deutliche und hilfreiche Botschaften erhalten. Und wie gesagt, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, weil diese drei Botschaften sind wirklich das Wichtigste, glaube ich, was ich jemals in so einem Zwiegespräch erhalten durfte. Ich werde euch jetzt diese drei Botschaften erstmal im Groben sozusagen als Überschrift nennen und möchte dann im Einzelnen darauf eingehen.
Das erste war, was ich von Jesus empfangen durfte, ist, Gott hält immer seine Versprechen. Die Verheißungen, von denen ich gerade geredet habe, sind wahr und Gott steht immer zu seinem Wort. Aber, und jetzt kommt das große Aber, du als Mensch musst auch etwas dazu tun. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, die Voraussetzung dafür, dass dein gebrochenes Herz heilen kann und dass du frei wirst von allen Anhaftungen, die dich an deinem Lebensglück hindern, ist, dass du beginnst, dich aus den Augen deines Schöpfers zu betrachten und dies auch übst. Okay, das war der zweite Punkt. Und der dritte war der Hinweis, strebe bei allem, was du tust, nach innerem Frieden. Diese drei Botschaften habe ich empfangen. Ich möchte euch jetzt Punkt für Punkt die drei Botschaften nochmal auslegen, so wie ich es für mich von Jesus verstanden habe. Und habe mir, wie gesagt, heute Vormittag die Mühe gemacht, in der Bibel nach Stellen zu suchen, die für den jeweiligen Punkt nochmal Unterstützung bieten und hilfreich für euch sein können. Ja? Okay, wir kommen nochmal zum ersten Punkt zurück. Jesus sagt, Gott hält immer sein Wort. Wenn er dir verspricht in der Bibel, er heilt dein Herz, wenn es zerbrochen ist, ja? Und wenn er sagt, mein Sohn, Jesus, macht dich frei, er kann dich frei machen und dann bist du wirklich frei, dann ist es eine Zusage Gottes und Gottes bricht niemals sein Versprechen. Doch was ganz wichtig ist, wir Menschen haben einen freien Willen. Und da möchte ich den ganz kurzen Exkurs zu den Kartenreadings, die ich ja auch mache, knüpfen. Ich sage immer, ein Reading zeigt dir die zur Verfügung stehende Energie. Aber wie sich die Dinge dann konkret in deinem Fall entwickeln, hängt von der Bereitschaft der jeweiligen Seele und dessen oder deren, je nachdem ob Mann oder Frau, freien Willen ab. Und genau das greift Jesus eigentlich auf, indem er sagt, ja, Gott möchte dein gebrochenes Herz heilen und ich möchte dich frei machen, aber du musst dazu helfen. Ich möchte es mal an einem sehr, sehr plastischen Beispiel für euch transparent machen, dass ihr ungefähr wisst, was damit gemeint sein könnte. Nehmen wir an, du möchtest das Rauchen aufhören, ja? Jetzt könntest du die Bibelstelle lesen, wenn der Sohn dich frei macht, dann bist du wirklich frei. Du schickst also ein Gebet zu Gott und sagst, ja, ich möchte jetzt das Rauchen aufhören, bitte nimm mir diese Sucht. Wenn du nicht selbst zu 100% davon überzeugt bist, dass du jetzt, hier und heute, den Willen aufbringen kannst, diese Sucht, das Rauchen, zu besiegen, darfst du nicht erwarten, dass Gott wie von Zauberhand dir diese Sucht wegnimmt. Sondern es gilt für dich, den klaren Entschluss zu fassen, ich höre auf zu rauchen, weil. So, und dann ganz wichtig, dann schreibst du dir Gründe auf oder hast sie in deinem Kopf, die dich dazu veranlassen, wirklich diese Willenskraft aufzubringen und dauerhaft daran zu arbeiten, das Rauchen aufzuhören. Und wenn Jesus und Gott, ja, sozusagen deinen Willen sehen, wenn sie mitbekommen, du willst es von ganzem Herzen und du tust deinen Teil dazu, dann unterstützen sie dich. Und es ist nicht so, dass du 50% machen musst und Gott oder Jesus machen 50%. Nein. Es genügt, wenn du 10% machst. So spüre ich es. Das ist jetzt nur meine intuitive Wahrnehmung. So habe ich es in dieser Meditation, in diesem Zwiegespräch mit Jesus erfahren. Du brauchst nur 10% zu tun. 90% machen wir für dich. Aber die 10% sind enorm wichtig. Anderes Beispiel. Du möchtest einen Menschen loslassen, ja? Genau bei vielen von euch ist dieses Thema aktuell so akut.
diese Gedanken loswerden, dieses obsessive Festhalten an einem Menschen. Und wenn es nur auf energetischer Ebene ist, ja, dass du dich gedanklich sehr viel noch mit diesem Menschen beschäftigst, obwohl du weißt, du müsstest ihn komplett loslassen oder sie, ja, dann geht es auch hier darum, dass du deinen Teil beitragen musst. Wenn du dann zum Beispiel immer noch guckst, was macht er oder sie auf Facebook, wann ist er in WhatsApp online, welche Bilder postet er oder sie, wenn du immer wieder vielleicht Nachrichten schreibst, ja, obwohl du keine Antwort bekommst, dann sagt Jesus an der Stelle ganz klar, dann brauchst du noch Zeit und dann können wir dir auch noch nicht helfen, weil du deine Aufgabe noch nicht erkannt hast, nämlich deinen Teil dazu zu tun. Das ist unsere Aufgabe. Wir bekommen alle Kraft von Gott und Jesus, um dieses Ziel, was du dir vorgenommen hast, zu erreichen. Aber unsere Aufgabe ist es, zu erkennen, was kann ich dafür tun? Was sind meine 10%? Ja? Oder du bist vielleicht schon längere Zeit in einem Job, den du nicht gerne ausübst. Ja? Jetzt betest du vielleicht, Gott, gib mir die Kraft, diesen Job zu verlassen. Ja? Lass mir plötzlich einen anderen Job, was weiß ich, in der Zeitung oder im Internet erscheinen, ja, der besser für mich geeignet ist. Erkenne deine Aufgabe. Du musst den Mut finden, erstmal dazu zu stehen, ich will diese Arbeit nicht länger machen. Dann setz dir Ziele. Sag dir ganz konkret, was möchte ich denn tun? So, dann überlege, brauche ich dafür vielleicht noch eine andere Ausbildung? Brauche ich dafür vielleicht noch eine Umschulung? Ja, dann überleg dir konkret, wie könntest du an so eine Arbeit gelangen? Wie ist es dir möglich? Durch Kontakte vielleicht, ja? In welchen Internetportalen könntest du schauen? Tausch dich aus, ja? Betreibe Networking. Das sind deine 10%. Und wenn Gott deinen tiefen Willen für diese Transformation erkennt, dann hält er sein Wort. Okay, das war der erste Punkt. Gott hält Wort, wenn du deine 10% dazu tust. Der zweite, als Voraussetzung, dass du dich aus Situationen, die dir nicht gut tun, befreien kannst, ist, dass du beginnst, dich aus den Augen Gottes zu betrachten, ja, oder deines Schöpfers. Ich sage das in vielen meiner Videos immer wieder, ja, dass du das versuchen solltest. Aber ich möchte hier einfach mal jetzt anführen, was ich von Jesus dazu empfangen habe. Es ist nicht immer so einfach, uns aus den Augen des Schöpfers zu betrachten, ja. Und Jesus hat mich da als erstes an einen Satz aus der Bibel erinnert, den hat jeder von uns schon mal gehört. Ja, da heißt es nämlich gleich im 1. Mose, Vers 27, heißt es, Gott schuf dich nach seinem Bilde. Das heißt, er schuf dich nach seinem Ebenbild. Er möchte, dass du diese Göttlichkeit in dir erkennst, die in jedem von uns steckt. Wir dürfen beginnen, meine Lieben, ja, Gott nicht mehr als ein, wie soll ich sagen, außenstehendes Wesen zu betrachten, diese kindliche Vorstellung, die wir vielleicht noch von ihm haben, wie so ein Mann mit weißem Bart, der auf einer Wolke sitzt, ja. Nein, Gott ist in dir. Gott hat dich nach seinem Bilde geschaffen. Er möchte, dass du diese reine Göttlichkeit in dir erkennst, die er dir sozusagen als Funke bei deiner Geburt mitgegeben hat, ja. Und Gott sagt uns in Jeremia 1, Vers 5, sagt er, ich kannte dich schon, bevor du geboren wurdest. Ja, das ist ein wunderschönes Bibelzitat, wie ich finde. Gott hat dich schon gekannt, bevor du geboren wurdest. Deine Seele ist ihm vertraut. Und weiter heißt es in Jeremia 29, Vers 11, ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Und gerade diesen Spruch finde ich so tröstlich, wenn wir uns immer wieder daran erinnern, dass Gottes Plan voller Zukunft und Hoffnung für uns ist, fällt es uns ja auch viel leichter, mit Situationen in unserem Leben umzugehen, die uns erstmal nicht gefallen. Ja, und auch das habt ihr von mir schon oft gehört, ja, wenn du meine Videos kennst, dass wir dieses Gesamtbild unseres Lebens, das Gott vor Augen hat, oft nicht sehen, weil wir mit der Nase direkt vor der Wand stehen, ja.
Erinnere dich immer wieder daran, ja, dass Gott einen Plan für dich hat, der voller Hoffnung ist. Und im 2. Mose 19 sagt Gott, du bist für mich ein kostbarer Schatz. Und es ist wundervoll. So sollst du dich betrachten. Du sollst dich betrachten als einen kostbaren Schatz Gottes. Ein Schatz ist etwas Wertvolles. Und Jesus möchte, dass du dich immerzu aus diesen Augen betrachtest. Das muss man üben, denn wir sind ja viel zu kritisch mit uns selber. Ja, es ist ja im Laufe des Tages kommt es ja öfter vor, dass wir uns kritisieren, dass wir denken, wir machen was nicht gut genug oder wir sind nicht gut genug, ja, nicht vielleicht attraktiv genug, nicht schlank genug, nicht füllig genug, nicht klug genug, was auch immer. Wenn du dich bei solchen Gedanken erwischst, ja, halte dir dieses große rote Stoppschild vor Augen und sag, nein, das stimmt nicht, so sieht Gott mich nicht. Meinst du, dass Gott, wenn er dich nach seinem Ebenbild geschaffen hat, glaubt, dass du zu, was weiß ich, zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, zu unintelligent, zu untalentiert wärst? Nein, Gott glaubt an dich und das möchte und ich möchte fast sagen, erwartet er von dir auch. Ja. Er sagt in Jeremia 31, Vers 3, ich liebe dich mit einer Liebe, die nie aufhören wird. Und es ist so tröstlich, gerade für die meisten von uns, die jetzt vielleicht etwas losgelassen haben, was schmerzlich ist, ja, sich immer wieder bewusst zu machen, dass es Gott gibt, der dich mit einer Liebe liebt, die vollkommen bedingungslos ist. Du musst nicht erst etwas tun oder in ganz besonderer Art und Weise sein, damit Gott dich liebt, sondern er betrachtet dich als sein geliebtes Kind, das er nach seinem Ebenbilde erschaffen hat und das er schon vor der Geburt kannte. Und es ist sowas Tröstliches, ja, wenn man sich in Situationen, in denen man eigentlich denkt, das Leben hat einen verlassen, so ungefähr, weiß, dass diese Liebe von Gott, von deinem Schöpfer, allumfassend ist. So, und Jesus sagt, wenn es dir gelingt, und zwar immer öfter gelingt, dies zu verinnerlichen, dich also aus den Augen deines Schöpfers herauszusehen, dann wirst du dich automatisch aus allen Situationen befreien wollen, die dich nicht in dieser Art und Weise sehen. So, ich versuche euch zu erklären, was Jesus damit gemeint haben könnte. Ich möchte es wieder an dem Beispiel deutlich machen. Du befindest dich vielleicht in einer Beziehung, in der du von deinem Partner nicht wirklich wertgeschätzt und respektvoll behandelt wirst. Dann beginne, dich aus den Augen des Schöpfers zu betrachten. Gott sagt, du bist genau so, wie du bist, wertvoll, liebenswert und von äußerer und innerer Schönheit, so wie du bist. Wenn du dir das bewusst machst und mit diesem Blickwinkel auf dich selbst schaust, wird dir sofort, und wenn du dich in so einer Situation befindest, kannst du es sofort ausprobieren, wird dir sofort bewusst, dass dein Partner, der dich vielleicht nicht respektvoll, nicht liebevoll behandelt, der dich vielleicht kritisiert, der immer was an dir auszusetzen hat, dem du vielleicht eben nicht attraktiv oder schlank oder was weiß ich genug bist, dass du wesentlich mehr verdient hast als das, als an der Seite eines Menschen zu sein, der dich aus seinen Augen heraus in einem ganz anderen Licht betrachtet. Für dich sollte es am wichtigsten sein, wie Gott dich sieht. Und wenn du diese Sichtweise sozusagen für dich selber verinnerlichen kannst, dann fällt es dir auch viel leichter, Grenzen zu setzen, weil du dich dann nämlich mit Verhalten von Menschen, das respektlos ist, das nicht liebenswert ist, ja, gar nicht mehr abgibst, sondern du weißt dann, dass du so viel mehr verdient hast, dass du es wert bist, gesehen zu werden, dass du es wert bist, geschätzt zu werden.
dass sich jeder Mensch glücklich schätzen könnte, dich in seinem Leben zu haben. Und es ist ein Wahnsinnsbooster zum Loslassen, ja. Dich aus den Situationen zu befreien, die eben deinen Wert immer wieder untergraben, die deine Fähigkeiten in Frage stellen. Genauso in der Jobgeschichte, ja. Wenn du auf deiner Arbeit immer nur kritisiert wirst, ja, immer machen alle anderen alles besser, immer wieder gibt's was auszusetzen, dann frage dich, wirst du denn hier wirklich mit all deinen Talenten und Fähigkeiten wertgeschätzt und gesehen? Also, versetz dich immer wieder in die Vogelperspektive, ich möchte eigentlich sagen in die Gottesperspektive, blicke aus den Augen Gottes auf dich und mach dir bewusst, dass das dein wahres Ich ist, ja. Nicht das, was manche Menschen in deinem Umfeld vielleicht aus dir machen, was sie dir einreden wollen, vielleicht auch schon in deiner Kindheit einreden wollten, ja, das ist nicht dein wahres Ich. Dein wahres Ich ist dieses göttliche Wesen, das über alles geliebt wird. Ja, wundervoll. Und ganz besonders hat mir auch der dritte Hinweis von Jesus gefallen. Er sagt, das Wichtigste, was für dich wirklich absolut im Vordergrund stehen sollte, ist dein innerer Frieden. Und da gibt es auch ein sehr schönes Bibelzitat. Und zwar heißt es da im ersten Brief Petrus, Kapitel 3, Vers 10 heißt es, denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, suche Frieden und jage ihm nach. Der Vers hat noch paar andere Wörter innen drin, aber das Wichtigste, also das ist nur ergänzend, die wichtigste Kernaussage bildet dieser Satz, ja. Wer das Leben lieben will, wenn du das Leben lieben willst, wenn du glücklich sein willst, erfüllt sein möchtest, ja, und gute Tage sehen willst, das heißt, jeden Tag am Abend wirklich dankbar ins Bett gehen möchtest und sagen möchtest, ja, ich habe an dem Tag schöne Momente erlebt. Ich konnte dankbar sein. Ich habe auch herausfordernde Situationen erlebt und bewältigt. Ja, und du kannst dann in Frieden einschlafen. Dann sagt Jesus, genau das ist der Zustand, dem du nachjagen solltest. Ich finde dieses Bild auch so schön. Ja, suche Frieden und jage ihm nach. Und in allen Situationen deines Lebens, die dir diesen inneren Frieden rauben, gibt es Arbeit für dich, ja. Und du darfst wirklich mal, vielleicht hast du heute Zeit, ist jetzt Wochenende ja oder auch jetzt über Pfingsten, mal wirklich eine Liste aufschreiben. Oftmals ist es ja echt besser, wenn man sowas mal aufschreibt, um zu sehen, in welchen Bereichen deines Lebens, ja, gerätst du immer wieder in Situationen, vielleicht auch mit bestimmten Menschen, die dir inneren Unfrieden bereiten. Ja? Und wenn du diese Situationen herausgefunden hast, kannst du dir überlegen, wie kann ich diese transformieren? Was kann ich ändern? Und wie immer im Leben, ja, es gibt immer nur zwei Möglichkeiten in bestimmten Situationen, ja, die dir jetzt vielleicht in den Sinn kommen. Entweder du kannst die Situation komplett verändern, indem du sie zum Beispiel verlässt. Also beispielsweise, du fühlst dich in deinem Job überhaupt nicht wohl und schon gleich gar nicht im Frieden damit, hast du natürlich die Möglichkeit zu kündigen. Das wäre das eine. Es gibt aber dann auch natürlich die Situation, dass man nicht einfach kündigen kann, ja, aus finanzieller Sicherheit heraus, ja, dass man sagt, ich brauche hier erst einen anderen Job oder eben auch aufgrund von vertraglicher Gebundenheit und, und. Wenn du die Situation nicht sofort verlassen kannst, dann darfst du dich fragen, wie kann ich im Moment jetzt für mich anders damit umgehen, ja. Also beispielsweise, du fühlst dich mit bestimmten Kollegen nicht wohl, ja, wäre eine Möglichkeit anzustreben, dich vielleicht in eine andere Abteilung versetzen zu lassen oder du suchst einfach mal das Gespräch mit speziellen Kollegen, mit denen du dich vielleicht nicht verstehst, ja, oder du sagst, okay, Augen zu und durch, ich habe jetzt noch 3 Monate, ich habe gekündigt, aber in den 3 Monaten, ja, setze ich alles daran, wirklich einen Job für mich zu finden, der mir entspricht, der mein Herz aufgehen lässt, ja, der mich mit Freude und mit Frieden erfüllt. Und diese Situation gibt es immer.
Beispiel Ex-Partner. Wenn es dir schwerfällt, noch Kontakt zu halten, ja, wenn du merkst, jede WhatsApp, die da noch hin und her geht, jede E-Mail, jedes Bild, was du auf Instagram oder Facebook siehst, bereitet dir so einen kleinen inneren Stich, dann geh in den No Contact. Breche den Kontakt komplett ab. Lösche diesen Menschen aus deinem Telefon, blockiere auf Facebook, was weiß ich, ja. Aber tue etwas, was deinem inneren Frieden zuträglich ist. Und es war so berührend, diese Botschaft, weil als ich das so empfangen habe, ja, ist mir bewusst geworden, wir Menschen, wir streben ja oftmals so nach dem totalen Kick, ja, Adrenalin möglichst, die Hormone müssen verrückt spielen, Glück empfinden wir oftmals so als dieses überschwängliche Glücksgefühl, dem wir eigentlich nachjagen. Aber dieser innere Frieden, ja, der in uns entsteht, wenn wir unser Leben annehmen, wie es ist und damit in Annahme, in Akzeptanz, möchte ich sagen, gehen, der ist weit mehr wert, meine Lieben. Und genau das wollte Jesus mit seiner Aussage treffen. Er sagt, alle Situationen, die dir immer wieder Unfrieden bescheren, die dich immer wieder in Hochs und Tiefs stürzen, die immer wieder dazu führen, dass du nachts aufwachst und grübelst, dass du in obsessiven Gedankenschleifen hängen bleibst, die deinen Selbstwert untergraben. Ja, brauchen wir bloß das Beispiel nehmen, du schreibst aus lauter Sehnsucht heraus deinem Wunschpartner oder Ex-Partner eine Nachricht, ja, weil du dich dazu getrieben fühlst von der inneren Stimme, du musst ihm oder ihr schreiben, so, du siehst auch noch, die Nachricht wird gelesen, du erhältst aber keine Antwort. Was macht das mit dir? Beschert dir das inneren Frieden und Ruhe oder beschert dir das Unfrieden? Und so kannst du letztendlich durch deinen ganzen Tag gehen und alle Aktivitäten mal hinterfragen. Jage ich bei dieser Aktivität oder bei dem, was ich hier mache, meinem inneren Frieden nach? Oder gehe ich wirklich bereits beim Ausführen der Aktion das Risiko ein, dass mein innerer Frieden vollkommen aus dem Gleichgewicht gerät? Und diese drei Dinge, ja, ich möchte es nochmal zusammenfassen, zu sagen, Jesus oder Gott, dein göttlicher Mentor, wer es für dich ist, wird mir 90% dabei helfen, mein Ziel zu erreichen, mich aus einer bestimmten Situation zu befreien. Aber die 10% verlangt er von mir. Ich drück's extra so drastisch aus. Die 10% muss ich bringen. Ich muss entschlossen sein. Ich muss den Willen haben. Ja? Denn wenn du, bleiben wir nochmal kurz beim Wunschpartner, wenn du jemanden loslassen willst, ja, und bittest Gott, dir dabei zu helfen und schaust aber gleichzeitig 10-mal am Tag, ob derjenige was Neues auf Facebook oder Instagram gepostet hat, dann lehnt sich Gott erstmal zurück, verschränkt die Arme und sagt, na, da warten wir aber nochmal ein bisschen, da darf sie erstmal noch ein bisschen an sich arbeiten. Wisst ihr, was ich meine? So kam das rüber. Das zweite ist, betrachte dich aus den Augen deines Schöpfers, ja, immer wieder in diese Perspektive gehen. Du bist nicht das, was andere Menschen dir einreden, was du bist, sondern du bist das, was Gott mit dir gemeint hat. Und das dritte, suche inneren Frieden und jage ihm nach. Mach so viele Dinge wie möglich, die dir inneren Frieden geben. Ja? Lass dich immer wieder in dieses Gefühl des inneren Zufriedenseins führen. Und dann wirst du automatisch dich aus Situationen lösen, die dir abträglich sind, die deinem Seelenfrieden abträglich sind. Ja, meine Lieben, ich komme am Pfingsten nochmal zu euch mit einem Video. Und zwar geht es da auch um den inneren Frieden, um das Kreieren eines inneren Seelenraumes. Ich freue mich da schon drauf, das wollte ich die ganze Zeit mal machen. Ich denke, vielleicht morgen oder Montag bin ich schon wieder zurück mit einem Video für euch. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen restlichen Nachmittag und natürlich frohe Pfingsten, falls wir uns morgen oder Montag dann nicht mehr hören. Und ja, bis bald, eure Uli.